zu Wort gemeldet hat sich nun Volksanwältin Gertrude Brineck. Ich darf auf ein paar Wortmeldungen Bezug nehmen und mich auch generell für Ihre Rückmeldung und für Ihre Anerkennung bedanken. Und ich habe schon einmal den Dank, den Sie im Ausschuss unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber gezollt haben, weitergegeben in einer Hausnachricht. Und es ist sehr, sehr gut angekommen. In der Tat haben Sie zitiert den Bericht 17. Er ist sozusagen wie ein 40 Jahre Geburtstagsbericht, der einen repräsentativen Querschnitt über die Arbeit etwa, wie sie in den letzten Jahren angefallen ist und getan wurde, gibt. Ich darf darauf verweisen, dass die Volksanwaltschaft 77 eingerichtet in der Tat bewegte und erfolgreiche Jahre hatte und immer weiter ihren Dienst und ihre Tätigkeit gegenüber den Bürgern ausgebaut hat. Ich habe mir die Zahlen angeschaut, das sind ständig steigernde, größer werdende Säulen in der Abbildung. Ein wichtiger Beitrag war die Kooperation mit dem ORF und die Möglichkeit, in der wöchentlichen Sendung Bürgeranwalt oder ein Fall für den Volksanwalt, wie das früher geheißen hat, darzustellen und damit den Public-Value-Charakter des ORF auch zu verstärken und viel, viel an, wenn Sie so wollen, Bildungsarbeit zu leisten. Das bestätigen auch die Rückmails, die wir ständig bekommen. Ich darf mit ein paar Zahlen noch aufwarten. Insgesamt 40 Jahre hat bedeutet 9.300 Sprechtage und Gespräche mit 73.000 Menschen. Sie können sicher sein, über alle diese Gespräche gibt es Protokolle. Ja, man kann auch in viel Material ersticken, aber es entsteht schon so etwas wie ein Eindruck, wie geht es in unserem Land zu. Ich darf zu den ansteigenden Beschwerden, die über 400.000 Registrierte sind, auch sagen, dass sie gestiegen sind im Bereich der Landes- und Gemeindeverwaltung und proportional dazu auch Bundesverwaltung. Es haben ja nicht von Anfang an 77 alle Länder uns zum Landesvolksanwalt oder zur Landesvolksanwaltschaft gemacht, sondern nach und nach durch verfassungsgesetzliche Beschlüsse in den Ländern. Ich darf dazu sagen, dass im Rahmen der Neuerungen und Erweiterungen unseres Aufgabenspektrums, Fristsetzungsantrag im strafrechtlichen Bereich bei Gericht zum Beispiel, war schon eine Verbesserung, aber die größte war 2012, 1. Juli, das Menschenrechtsmandat, das über die OPCAT-Aufgaben ja hinausgeht und auch Polizeibegleitung und bestimmte Dimensionen der UN-Behindertenrechtskonvention umfasst, dass wir hier sehr, sehr offensiv und engagiert tätig waren und auf 2.587 Besuche nach dem OPCAT-Protokoll, nach dem österreichischen OPCAT-Gesetz, eben diesem erweiterten Gesetz, tätig waren und Besuche gemacht haben und hunderte Empfehlungen umgesetzt wurden, gemacht wurden, umgesetzt worden. Ich kann sie nur im Bereich des Maß- und Straf- und Maßnahmenvollzuges nennen. 540 Anregungen und Empfehlungen auf die Frage hin, wie international wirksam ist die Volksanwaltschaft in dieser Aufgabe als Menschenrechtshaus und das 38,1% umgesetzt, 15,7% zugesagt, 37% offen, also noch in Arbeit. Das heißt, man kann sagen, die Volksanwaltschaft wirkt. Das ist ein gutes Zeichen, das sollten Sie auch wissen, so quasi als Querschnitteindruck. Und dennoch gibt es noch viel zu tun. Einiges ist von Ihnen angesprochen worden. Opferschutz, ja. Wir sind per Gesetz aufgefordert, mit der Wissenschaft zusammenzuarbeiten, was wir ohne dies gern tut und taten. Und haben auf diese Weise eine interdisziplinäre Lehrveranstaltung entwickelt mit der Medizinuniversität und mit dem Verein Autonome Frauenhäuser in Österreich. Ich darf schon jetzt wieder einladen, sie findet wieder statt mit einem öffentlich zugänglichen Auftakt für alle. Außerdem ist die Lehrveranstaltung für alle Hörerinnen und Hörer aller Fakultäten offen und auch für Vertreterinnen und Vertreter aus dem jeweiligen Fachpersonalbereich, Pflege, Kinder, Polizei und so weiter. Und wir haben eben aus den Vorträgen des ersten Jahres, der sozusagen den Überblick bietet über die Lage, Opfer, Opferschutz,
und Frauen einen Sammelband gemacht, der, wenn Sie so wollen, auch Ihnen zur Verfügung steht, wie ich überhaupt einlade, auf die Homepage zu schauen, unter Publikationen vom Kinderrechtebuch über Broschüren, die Wahrnehmung von Menschen und Behinderten in den öffentlichen Medien bis zu Kinder im Schulsystem, chronisch kranke Kinder im Schulsystem, wo es auch Broschüren, Informationsmaterial gibt. Schauen Sie auf die Homepage. Wenn Sie einen Wunsch haben, schreiben Sie uns ein Mail. Wir können Ihnen das Material zur Verfügung stellen. Also wir machen weiter mit dem Opferschutz, so wie wir tätig werden können und wie wir sind, auf vielfache Weise von der Polizei über sozusagen in den Bereichen, wo wir sonst noch in der Pflege und in der Wohlfahrt tätig sind. Unser Anliegen ist auch, das ist angesprochen worden, Täterarbeit, die Täter-Opfer-Spirale zu durchbrechen. Weil leider wissen wir, aus dem Vorjahr haben wir uns mit Täterarbeit auch beschäftigt, dass vielfach Opfer künftig wieder zu Tätern werden und aus dieser Gewaltweitergabespirale schwer herauszufinden ist. Ich darf eingehen auf einen Arbeitsbereich, der mich sowohl aus der OPCAT-Arbeit als auch aus der nachprüfenden Kontrolle betrifft. Das ist die Arbeit der Justiz, der Justizverwaltung. Wesentliche Dinge der Gerichte sind ja von uns nicht prüfbar, also vor allem was die inhaltliche Arbeit anlangt, sondern nur die Säumnis, während die Justizverwaltung und der Strafvollzug unmittelbar unsere Agenten betrifft. In der Tat ist die Arbeit in den Justizanstalten für alle dort Tätigen, für die Wache, für die Fachdienste, für die Psychologen, für die Facharbeiter, für die Sozialarbeiter nicht leichter geworden. Ich darf aber sagen, dass ich mich schon grundsätzlich beim Justizministerium, so nenne ich es der Kürze halber, bedanken darf für die Initiative einer erfolgreichen Personaloffensive. Wir können gegenwärtig sagen, dass wir nur unter Gänsefüßchen von 6 Fällen Langzeitkrankenständen reden kann, dass wir eine stagnierende Insassenzahl haben und dass wir natürlich offene Stellen haben mit schwerpunktmäßig Innsbruck, Garsten und noch ein paar andere Stellen, andere Häuser im Lande, während andere formal zumindest mit genügend Personal ausgestattet sind. Die Arbeit ist schwerer, die Herausforderungen sind, wenn Sie so wollen, multifaktorieller und Abhilfe kann in Wirklichkeit nur Ausbildung, Fortbildung, Supervision, Hilfe bieten. Ich weiß, dass das angeboten wird vom Ministerium und von den Häusern. Wir sind im ständigen Kontakt mit den Repräsentanten der Häuser. Wir werden demnächst wieder eine Konferenz der Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleiter haben und wir sind auch offen. Wir hatten ein Gespräch mit der Personalvertretung und mit den Dienststellen, mit den Ausschussrepräsentanten und wir sind offen für weitere, um hier gute Voraussetzungen schaffen zu können, damit menschenrechtskonform gearbeitet wird. Ich meine, dass Menschenrechte und das Grundrecht auf gute Verwaltung würde ich im großen Bogen dazu zählen, dort beginnen, wo Vorurteile enden. Wir wollen auch mit unserer Arbeit in diese Richtung künftig weiterarbeiten. Ich darf das Wort an Volksanwalt Fichtenbauer weitergeben. Danke vielmals, Frau Volksanwältin. In ihrer 40-jährigen Geschichte gab es bei der Volksanwaltschaft Gespräche mit 73.000 Menschen, betont Volksanwältin Gertrude Brineck.